Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Info-Video von PureMark. Achso, jetzt hätte mein Desktop auch die ganzen neuen Bilder noch, was ich da habe. Ja, das kann ich euch dann auch gleich sehr gut erklären, weil ja, jetzt ist das erste Info-Video nach der ziemlich langen Pause. Aber ich habe mir vorgenommen, in nächster Zeit wieder mehr Zeit und Lust zu haben, aufzunehmen, hochzuladen, beschriften und so weiter. Weil bis jetzt, in letzter Zeit war es immer so, ja, wenn ich gerade Videos schon oben hatte, dann hatte ich irgendwie keine Lust, die jetzt umzubenennen und Thumbnails zu machen. Und wie als ich ja, Thumbnails und alles machen wollte, habe ich aber keine Videos oben gehabt und die dann zu bearbeiten und hochzuladen. Das dauert wieder auch so lang. Aber ja, wie gesagt, in nächster Zeit versuche ich mich da wieder etwas mehr zu bemühen und deshalb geht es auch direkt los. Ein paar Videos sind schon oben, 1, 2, 3 glaube ich. Einmal das Let's Test zu Battlefield 4, zur Beta. Und Dead Space ist wieder ein weiterer Part oben und Deponia. Ja, jetzt erstmal in nächster Zeit. Ich habe jetzt wieder ein paar Videos sind oben und bereit zum Freischalten und da werde ich in nächster Zeit wieder... Wenn in nächster Zeit so circa 1 bis 2 Videos am Tag kommen und dass ich dann endlich mal wieder aufnehmen kann, das habe ich ja bis auf die Battlefield 4 Beta noch nicht gemacht, weil ich ja noch so viele Videos oben habe, die ich noch nicht freigeschalten habe, dass ich die erstmal mache und dann werde ich wieder mich frisch ans Aufnehmen setzen. Ja, was noch angekündigt wird, oder was es eigentlich jetzt schon länger gibt, aber so einmal Infovideo kann man das einmal sagen, dass ich eine offizielle Steam-Gruppe habe. Vielleicht wusstet ihr das schon, irgendwo habe ich das glaube ich schon mal, das habe ich sogar schon im Infovideo erzählt. Die Steam-Gruppe PureMark, da könnt ihr, also jetzt mal habe ich ein paar Gruppen, wo ihr beitreten könnt, wenn ihr wollt, das ist ja jetzt nicht zwingend oder so und ich will auch nicht, ich will euch jetzt nicht zu irgendwas überreden und so, aber falls ihr wollt und Lust habt, könnt ihr ruhig reinkommen, beitreten, es ist alles öffentlich hier. Und ja, die Steam-Gruppe werde ich dann verwenden, zum, wenn man irgendwo, wenn ich irgendwo irgendwas Multiplayer-mäßiges zocke, damit ich ja mal ein bisschen fragen kann, rumfragen kann, wenn gerade ein paar online sind. Jetzt bei 2 wird es nicht viel helfen, aber wenn ein paar online sind, dass wir mal irgendwas zusammenzocken oder irgendwie. Dass wir das hier so organisieren mit in der Steam-Gruppe PureMark, Abkürzung Puma, Puma habe ich mir gedacht, das ist eine gute Abkürzung, bedeutet auch was und ja, könnt ihr natürlich auch Kommentare schreiben, diskutieren, da werde ich mich halt auch beteiligen, falls ihr irgendwas, eine Frage habt an mich, was euch interessiert von anderen Mitgliedern von der Gruppe halt und da werde ich natürlich dann auch meinen Senf dazugeben, ist natürlich keine Frage. So, das ist die Steam-Gruppe, gehen wir mal also weg. Und dann, wofür ich die ganzen Bilder hier gebraucht habe, war für die offizielle Facebook-Seite, die ich gestern erstellt habe, am 7.10. Heute ist der 8.10., könnt ihr hier unten sehen. ja, da habe ich einmal rumprobiert mit dem Kanalbanner und Profilbildern und so weiter, darum habe ich da so viele am Desktop und da auch so viele bei meinen Fotos, da müssten einige drinnen sein. Ja, da versuche ich das erstmal so zu halten, dass ich hier auch so... Wenn ich irgendein Video hochlade, irgendwas Wichtiges oder einfach einen neuen Part, dass ich das hier auch ankündigen, hinschreiben, veröffentlichen kann, werde ich immer so machen, hier das Thumbnail und da oben halt den YouTube-Link, falls es irgendwelche anderen wichtigen Links gibt, dann kommen die dann noch dazu, zum Beispiel zur Playlist oder so, dass hier zum Beispiel die Let's Test Playlist noch da ist und hier zum Beispiel die Dead Space 3 Playlist. Wenn noch eine gute Neuerung, werde ich auch sicher noch ein bisschen was ändern, wie gesagt, die Gruppe wurde gestern erstellt und falls ihr da beitreten wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Was kann man hier machen? Ja, würde sagen, so wie bei Gronkh, der da die ganze Zeit Fanart und sowas bekommt, das wäre jetzt, glaube ich, noch ein bisschen zu übertrieben. Aber ja, was kann man eigentlich alles? Ja, reden über irgendwas, falls ich irgendwas. Ich könnte auch den Part hier kommentieren oder Spiel kommentieren, was ihr das gut findet oder gut findet, dass ich das jetzt als neues Projekt mache. Werde ich natürlich auch ankündigen, falls irgendwann ein neues Projekt kommt und so weiter. Das ist übrigens Fotozoom, damit ich hier die Bilder gleich ranzoomen kann. ja, das zum Beispiel wird hier
drinnen stehen, alles in der Gruppe. Könnt ihr natürlich auch beitreten, ist auch alles öffentlich und so weiter. Ja, Link wird in der Beschreibung sein von allen Sachen, was ich hier jetzt erzählt habe. Ja, und das war's auch eigentlich dann schon. Das wäre das, Facebook-Gruppe, alles klar. Ja, dann habe ich eigentlich schon alles gesagt. Dann danke ich euch mal fürs Zuschauen von diesem Info-Video. Jetzt werden also wieder Videos kommen. Und wir haben noch, falls der Hitch-LP in nächster Zeit hat, dann könnt ihr auch darauf vertrauen, dass in nächster Zeit wieder ein Projekt startet, ein Let's Play Together mit Hitch, dass einige von euch vielleicht freuen könnte. Mich freut es auf jeden Fall, ich freue mich schon tierisch drauf. Von einem Spiel, das jetzt neulich wieder geupdatet wurde, wo es ja eigentlich schon eingestellt werden sollte, die Updates und so weiter. Aber ja, falls ihr da schon wisst, welches ich meine, dann wisst ihr sicher, dass wir auch schon mal ein Let's Play davon gemacht haben und das einstellen mussten leider. Aber da will man jetzt gern durch das Update wieder mal frisch reinkommen. Und ja, aber dass ich hier nichts jetzt noch mehr erzähle, obwohl ich jetzt eigentlich schon fast alles ausplaudert habe. Terraria. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder, würde ich mich freuen. Ja, das wäre mal alles. Ich klinke mich hier mal aus, sage tschüss, danke fürs Zuschauen. Euer Marc, ciao.